Mein Name ist Bastian Schröter, ich bin Professor für Energietechnik und unterrichte vor allem Studiengängen Infrastrukturmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen und in Zukunft auch noch in den Masterstudiengängen umweltorientierte Logistik und internationales Projektmanagement. Ich habe mal Physik studiert ursprünglich in Jena und in München. Aber es war schon immer mein Traum gewesen, an eine Hochschule zu gehen und so eine Mischung aus Forschung und Lehre umzusetzen. Ich bin seit März 2016 hier an der Hochschule. Das Schöne, speziell hier in der HFT, finde ich, dass es eben einen sehr, sehr baulich-infrastrukturellen Ansatz hat, die Energietechnik. Das heißt, ich muss mich nicht mit dem Design von Turbinen beschäftigen, im Kleinen-Kleinen, sondern mehr so mit der Frage, wie binde ich die energietechnischen Komponenten, die es gibt, in das große Ganze, eine Stadt, einen Landkreis, vielleicht aber auch ein Land ein. Also können wir das Ganze so ein bisschen aus systemischer Sicht anschauen. Ich gehe jetzt mal auf den Studiengang Infrastrukturmanagement ein. Es ist, wie gesagt, ein Wirtschaftsingenieurstudiengang, der nicht speziell auf Energie fokussiert, sondern ein ganzer Blumenstrauß von Fächern sozusagen beinhaltet. Natürlich Energie, auch Wasser, auch Verkehr, Projektmanagement und natürlich die wirtschaftlichen Grundlagen, Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Sprich, man studiert eigentlich alles, was sich mit baulichen Infrastrukturen beschäftigt. Also wir gehen nicht so sehr in die IT-Infrastruktur, das können wir auch in Infrastrukturmanagement verstehen, sondern mehr die Infrastruktur, die man wirklich sieht auf der Straße. Und das Ziel ist einfach, einen Wirtschaftsingenieur auszubilden, der in Stadtwerken, der in Wasserwerken, der in Verkehrsbetrieben, aber natürlich auch in Projektbüros, Bau- und Bauunternehmen an der Schnittstelle zwischen der Technik oder den Bauingenieuren und der wirtschaftlichen Seite quasi arbeiten kann und natürlich auch in strategischen Fragestellungen Firmen ist.